Hallo? Hallo! Du musst mir helfen! Ich weiß nicht, wo ich hier bin! Ein Kinobesucher sieht einen Horrorstreifen. Da klingelt sein Telefon und die verängstigte Hauptdarstellerin ruft direkt aus dem Film an, um nach Rat zu fragen. Und der Zuschauer hilft ihr, sich aus der brenzligen Situation zu befreien. Das ist das Konzept des interaktiven Horrorfilms Last Call, zu Deutsch Der letzte Anruf, das jetzt vorgestellt und für den Pay-TV-Sender 13th Street produziert wurde. Bevor der Film über die Leinwand flimmert, schicken die Zuschauer ihre Handynummer per SMS an einen Computer. Dieser wählt dann jemanden aus dem Publikum aus und ruft ihn an. Per Spracherkennung entsteht dann ein Dialog zwischen dem Hauptdarsteller und dem Kinobesucher. Die Ratschläge geben der Geschichte einen eigenen Verlauf. Der Computer entscheidet nach den Hinweisen, wie der Film weitergehen soll. So entstehen immer neue Kompositionen. Links oder rechts? Links! Soll ich rauf oder runter? Runter! Der Schocker ist mit 8 Minuten Spieldauer relativ kurz. Für 13th Street ist der interaktive Horrorfilm vor allem ein Werbegag. Man ist aber durchaus stolz auf das Konzept und will damit der Filmindustrie auch einen Anstoß geben. Bislang sind nur einige Kinofans in Berlin bei ersten Tests in den Genuss des Filmes gekommen. Nach einer 15-monatigen Entwicklungsphase soll Last Call noch in diesem Jahr in technisch dafür ausgerüsteten Lichtspielhäusern zu sehen sein. Jetzt bist du dran. Ich hab ja deine Nummer. Scheiße. Wir brauchen ein neues Handy.